Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier im Arsch. Mal vorweg und schönen Dank fürs alle, für die mal reingeguckt haben und mal geliked haben, mal ja, vielleicht ein neuer Abonnent gekommen ist. Ne? Sehr schön, freue mich mal drüber. Ja, hier geht's weiter. Ja, dickes Dankeschön dafür. Hier geht's weiter. Ich muss jetzt Saatgut herstellen für Thüringen. Und dazu nehme ich mal eine Frucht, die ich jetzt hier so für die Produktion nicht brauche. Haferwehr-Option, Raps nicht, Sonnenblumen. Meistens leer, dachte man, was da. Ne, Zucker auch nicht. Saatgut haben wir da auch. Mischration, Hexekut, Silage, Stroh, Dünger, Schweinefutter, Kalk, Vermehrungsgas, Karotte. Hopfen war ein bisschen da gewesen, aber das ist nicht so. Tabak. Tabak ist für Unkrautvernichtung. Erde, Kies, Sand, Äpfel, Kirsche, Pflaume. Pellets, Weizen wollen wir nicht nehmen, Gerste auch nicht, nehmen wir Hafer. Hafer können wir so noch nicht verwerten, außer verkaufen. Kann man gut Saatgut herstellen, ne? Ist ja nicht mal tragisch. Wäre zwar eine andere Frucht besser, aber ich denke mal Weizen und so werden wir noch brauchen für Bier. Hopf wird auch ja nicht reichen, denke ich mal. Aber ist ja nichts Neues, ne? Bin mir auch nicht ganz sicher, ob wir da jetzt genug Hopfen auf Lager haben. Da muss ich mal hin und das passt fast genau aufs Auge. Dann kriegen wir da schön diese Abproduktion auf den Laufen. Dünger läuft ja noch. Und dann können wir ja was verkaufen fahren. Wir düngen mal die Felder jetzt fertig, damit wir bald kuppern können. Feld 12. Würde ich anfangen. Siehst du, haben unser Hafer auch verwendet. Hafer ist ja von diesem Feld, was ich gekauft hatte, leider nicht hundertprozentig gedüngt. Aber gut, das war ja halt so. Ne? Wir tauchen jetzt links rein in Saatgutproduktion. Könnt auch rein theoretisch auch Saatgut in Thüringen herstellen. Ne? Von daher wäre das. Auch, ich glaube, da gibt es sogar eine Fabrik. Müsst ihr mal gucken, ob das irgendwie in Gang kriege. Aber da ich ja von da Weizen verkaufe und Gerste, wäre das ganz gut, wenn ich ein bisschen auch retour verkaufen tue. Also, ne, damit das Geld nicht einseitig zu einer Karte hingeht. Ne? Darum geht es ja. Ja, darum, dass wir ein bisschen Gleichgewicht schaffen. Nicht, dass nur einer im Prinzip verkauft und andere nur einkauft, das wird dann auf Dauer schwierig zu wirtschaften, ne? So. Da kann er wenigstens schön produzieren. Wir brauchen hier mehr Getreide als Dünger, ne? Von daher ist es ganz gut, wenn wir hier Getreidelager gut gefüllt bekommen. Jetzt haben wir aktuell drin, ja, knapp 150.000. irgendwas lose verkaufen. Nö. Dünger ist aktuell noch nicht fertig. Aber die können wir bei Dünger stehen lassen. Das ist mir typisch. Und zu weit weg ist eh nichts. Dicht dran gehen, dann geht er vielleicht. Gut. Wir lassen ihn aber hier stehen. Oder ich fahre in die Garage. Ich fahre in eine Halle rein. Weil muss man angewöhnen, dass Ordnung herrscht, ne? Dann werden wir uns ein Traktor schnappen, einen kräftigen, und dann mal gucken, ob wir hier irgendwo Gruppe haben, ne? Als kräftigen Traktor so ein Fendt oder sowas, ne? Oder hier den super großen hier, den haben wir auch noch. Flüge haben wir da, 3 Stück, vier haben wir da. Gruppe weiß ich gar nicht jetzt. Flügen müssen wir auf Dings da auf Feld Nummer. Ich glaube, es ist möglich, wenn man global mal was verkauft. Man sagt, gut, hatte ich dann nicht viel eingefahren, aber
Ich hatte aber hier was zurückgekauft, und zwar Dünger, weil ich was testen wollte. Ja, und das so Weizen nicht, Saatgut. Milch, Gerste, Stroh. Stroh bleibt hier. Milch auch. Ja. Zurück. Hat nicht ganz gereicht. Dann müssen wir uns Geld verdienen. Also Geld verdienen heißt, dem Markt verdient. Ne? Wir wollen mal in Arbeit kommen. Aber überhaupt, mal gucken, mal kurz Garage. Ob wir so eine Gruppe haben. Ich glaube eher nicht. Wenn wir einen Gruppe haben, dann müssen wir keinen kaufen. Dann müssen wir nur suchen, wo er ist. Aber ich denke mal, wir haben keinen Gruppe. Ah, nein. Denn wir müssen das Gedüngte im Grunde vernichten, indem wir das, ja, die Textur im Prinzip löschen, oder wie man so beschreibt, ne? Also sie verändern was am Feld. Wenn wir jetzt gleich mit der Aussaat beginnen würden, dann würde das nicht verändert werden. Also dann wäre das immer noch wie, ja, wie, wird nur einmal gedüngt gezählt. Also im Prinzip jetzt gedüngte im Prinzip mit den Umgruppen löschen, praktisch gesehen. Also auf Null stellen, kann man sagen, dass wir hier nochmal düngen können. So, hier sind wir Händler. Dann reden wir kurz mit der Bank. Die Bank ist, glaube ich, auch hier, ne? Ne, die Bank nicht da, die Bank ist woanders. Die Bank ist hier. Die Bank ist hier. So. Hier ist die Bank. Gut, wir haben sogar Schulden, ne? Aber gut. Das werden wir jetzt quasi nächst gleich wieder. Sobald der Gruppe arbeitet, wir kaufen uns ein. Ist egal. Sobald wir Bier verkauft haben und das ganze Milchzeug und Fleisch und so ein Zeug, dann haben wir auch Geld. So, zurück. Wir brauchen eine Gruppe, den größeren Art, kann man sagen. Wir haben einen starken Traktor. Und da wäre Quatsch, wenn wir ein bisschen da sparen würden. Der macht 18 Meter. Der macht 12 Meter, aber so wenig. Meter. 10 Meter. Und der macht 24. Ich wollte ja mal gucken, was wir auch hier Dings DLSC kriegen, ne? Borchelpack, ne? Mit Scheiben und dann hinten mit. Ja. Wir kaufen mal einen, so teuer ist er ja nicht, ne? So. Zurück. Wie gesagt, wir haben noch einen Fan. Eigentlich müsste der für Flügen auf Feld 50 sein. Ja, gut. Das ist ja nicht so eilig. Wir haben erst Frühjahr, Sommer. So. Auf zum Feld 12. Da ist ja der Held aktiv. Mit Düngen. Müsste alle bald durch sein. Ja. Das ist auch Großplay, ne? Unsere Wiese schon wieder mähfähig, wir brauchen die Heu für den Marsch, für Türen. Nee, noch nicht. Kommt aber noch. Wir haben Heu im Lager, so also viele Sachen, die wir jetzt darüber verkaufen können. Ne? Ich hatte ja viel Heu von da ausgelagert, wegen Umzug. Wollte ja keine Waren verschenken. Teilweise habe ich verschenkt, das haben sie auch verkauft, beim Verkauf des Gebäudes. Ja, geht nicht anders, ne? Das ist aber wegen jeden
kleinen Kilogramm extra viel fahren. Das war zeitlich nicht machbar, so wie das Silo auch leer fahren nicht möglich war, zeitlich gesehen. Da habe ich gedacht, na gut, dann machst du halt Verkauf. Ja, Dünger ist fertig. Das ist ein Experiment. Sollte mit Koppern schnell gehen, ich glaube 18 km/h, soweit repariert, alles heile. Tank ist auch gut gefüllt noch. So, machen wir eine Berechnung, das ist eine Feldberechnung, also Feldarbeit. Kursgenerierung, Feld 12, Vorgewende, machen wir 3. Und hier gehen wir auf 20%. Und zurück. Hat er mir vielleicht zu kurz berechnet? Entlassen. X runter. Es kann sein, dass mir das die Breite nicht mitgerechnet hat. Heute nicht gesehen. Nochmal von vorne. Kurzgenerierung. Feld 12. Breite 12 Meter steht noch nicht. War vielleicht vorne auch gewesen. Ich habe nicht darauf geachtet. Ja, es scheint. Er scheint so gesehen sein, ne? Kuppern speichern wir jetzt aber nicht. So, hier stimmt was nicht. Jetzt zieht er mit 15 km/h durch. Gut. Das dauert wie lange? Oh, 1:27. Dann speichern wir doch ab. Ja, Feld 12. Kuppern. BN. 12 Meter. Ein paar. Und speichern. Denn er braucht ziemlich lange dafür. Dort auch. So, guck mal, speichern. Gehen wir hier rein. Den fahren wir weg. Sieht auch komisch aus, das ist ja der Kreis vom Traktor. Muss sagen. Das haben wir noch im Feld in der Nähe. Ist alles gedüngt. 19 auch. Die 21 könnten wir düngen. Ja, kriegt der Helfer, der Ding endlich klappt. Wird garantiert mal irgendwo festhängen, ne? So. Gehen wir auf Feld 21 und wir dauern gleich. Düngen. Nächsten Mal werden wir hier düngen mit der Aussaat. Und nach der ersten Aschenstufe im frühen Herbst, denke ich mal, machen wir das dritte Mal und sind dann durch. Und dann müssen wir nur noch im Frühling alles oder Unkrautbekämpfung machen. Das geht auch noch. Wenn jetzt die Saat gut gewachsen ist, also angekeimt ist, kann man düngen. Quatsch, da kann man ja düngen auch. Dann könnte man gleich Unkrautbekämpfung machen, Prolaxe vorbeugen. Und wenn es dann dunkel wird, kann man hinterher gleich mal düngen. Das ist man gleich durch. Also, ne. Aber mal gucken, was fertig wird. Das dauert auch eine Zeit lang. So, hier Kursgenerierung. Feld 21, Vorgewende 2. Hier machen wir 3 wegen dem Deich hier. Und da ist der Deich. Da tut er sich nicht so schwer, ne? Wenn das echt knapp ist, dann ist. Wo wohl 3 Meter? Ja gut, da geht eh noch 3 Vorwände. Gut, ist doch egal. Einstellen. So. Jetzt läuft das. Das ist fertig. Dann geht der gleich auf. Feld 21, Feld 3. Da ist ja schon einer 21.
oder 27. Das ist 21. War ja mal eine Wiese. Elfer Maren. Wo ist der eigentlich? Maren, Elfer Maren? Nee, das kann nicht sein. Bin jetzt irritiert. Ach, es kann sein, dass der andere. Nee, kann doch nicht sein. Stroh? Also, Gruppen ist er noch bei. Der macht 15 km/h. Hat er irgendeinen Helfer gehabt? Boah. Die Frage. Kursgenerierung 3. Und. Geht schon. So, 2 ist. Dann fährst du auf die 18 und 17. Nee. Nee, da war schon, da habe ich schon gemacht. Da habe ich gedüngt und gekalkt. Sieht's da überhaupt aus? Die 18 war nix. 18 muss ich erst. Ja gut, kann ich machen. Ich kann düngen. 17 hatte ich aber kalt gehabt. Da könnte ich. Probier mal aus, ob das dunkel wird. Ich probier mal aus. Ob es dunkel wird, ne? Das geht's. So, ausklappen. Wenn sich dunkel fährt, dann ist es, dann funktioniert das. Und da muss es auch auf der Karte zu sehen sein, ne? Tut's nicht. Gut, denn dann hatten wir gekalkt und dann gedüngt. Hätte ich umgekehrt machen müssen. Dann wäre es egal. Gut, dann machen wir auf Feld Nummer 18 düngen fertig. Dann können wir hier theoretisch auch gruppern, also theoretisch. Schauen wir, was wir schaffen, haben wir im Herbst, wenn hier zu tun. Gut, das geht. Irgendwie wird schon Arbeit kriegen. So. Erstmal löschen. Dann 18. So, da geht auf jeden Fall. War nämlich dunkel. Die Textur. Und da sieht es auch zu sehen. Okay. Fertig, fertig. Bei. Dabei. Wer ist hier der Helfer mal angewiesen? Gute Frage, ne? Ich weiß es nicht. Der arbeitet gerade die erste Runde. Wir werden auf Feld 50 fahren und dadurch Stroh holen. Weil. Das ist ja auch noch da. So, Lüschauer, das sollte dann auch für heute schon gewesen sein. Folge Nummer 2 für mich heute. Dann sagt mal tschüss und ciao. Und ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen, fürs Liken, Abonnieren. Das ist keine Nötigung, das ist alles frei wählbar. Liken und Abonnieren. Naja. Keine Ahnung, oder mal wachsen, ne? Ich sag mal tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.